Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Ich bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Warum? Ich bin eine etwa vermietet. Ah, okay. Die Aufgabe kenne ich auch. Und ja. Jetzt seht ihr gleich den richtigen Schweinestall. Das geht ja noch. Ja, merkt's euch. Ein bisschen Müll auf dem Boden, zwei Kisten. Hier geht's auf jeden Fall schon mal los. Hier genauso. Und jetzt kommt der richtige Ekel. Bett total versüfft. Bad versüfft. Heizung rausgeklaut. Zweites Bad versüfft. Heizung rausgeklaut. Nächstes Zimmer. Bett versüfft. Wohnzimmer mit Küche. Kakerlaken. Ja, und ich hatte in der ersten Folge ja gesagt, dieses eine Bild, was mir mal zu Gesicht oder vor die Augen gekommen ist, was so total bar, ekelhaft, verdreckt, schmantig, ranzig, dreckig, bäh war. Ungefähr so ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Und ja. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Hier auch Heizung rausgeklaut. Wir machen erstmal Ordnung. Bah, überall grün. Selbst da oben. Das ist aber... Das da oben ist aber schon Wasserschaden. Da frage ich mich jetzt ernsthaft, wie die das hingekriegt haben. Aber gut. Das Zimmer ist jetzt erst einmal soweit. Dann tun wir das auch gleich noch ein bisschen schöner einrichten. So, das hier so in die Ecke, das kann so bleiben. Das kann alles so bleiben. Fenster reinigen müssen wir natürlich auch noch. Wir nehmen uns ein Zimmer nach dem anderen vor, versteht sich. So. Und natürlich muss noch ein Heizkörper ran. Ich nutze halt gerne hier oben die Suchfunktion. Das macht sich für gewisse Sachen einfacher, weil ich mir nie merken kann, wo was ist. So, Wasserablauf von der Heizung. Und der Wasserzulauf muss ran. Heizung einmal aufdrehen, damit es auch ordentlich läuft. Dieses Zimmer ist fertig. Hier, lass mich bitte raus. Ja. Jetzt kommt dieser Schweinestall. Das ist richtig ekelhaft. Da frage ich mich echt, wie man so leben kann. Es gibt wirklich Leute, die leben so und... Du verkackte Drecksmaus. Ja, wer sich so wohl fühlt, mal ganz ehrlich, nee, mich ekelst da einfach nur. Selbst da oben. Das ist alles Wasserschaden. Hier, das ist doch schon... wie soll ich sagen? Das ist doch Moos, ist das schon... Das,
Hier, blaue Farbe von der Wand. Ja, und wenn man sich die ganzen Alkflaschen anguckt, da weiß man, was hier gehaust hat. So, reinigen. Als erstes den ganzen Boden, bitte. Die Kakerlaken machen wir gleich weg. Schränke machen wir jetzt auch gleich. Ach nee, das muss alles weg hier. Die hätten hier ruhig einführen können, ein Staubwedel für die Wände, ein Besen fürs Grobe und ein Wischmopp wirklich für diese hartnäckigen Flecken. Bah, ekelhaft. So, da oben den Schaden beseitigen. Hier. Da, ach, da muss man wieder auf die andere Seite. Ach, selbst die Stühle. So, jetzt kommt der Kakerlakensauger. Ey, wird eingesaugt. So. Und die nächsten. Du sollst mal hier reingehen. Was bist denn du für eine Kakerlake? Sag mal, du bist aber hartnäckig hier. Jetzt. Meine Güte, war das Biest hartnäckig. So, hier hinten war noch Dreck. Nee, hä? Okay. Nebenbei natürlich ein bisschen aufräumen. Der kann eigentlich so bleiben. So. Heizung. Hier, das da verbessern einmal. So, wieder der Wasserzulauf. Der Wasserablauf. Nee, das ist der Zulauf. Unten war der Ablauf. Och, meine Güte. Aufdrehen zum Testen. Komm, das stellen wir auch noch gerade hin hier. Wir sind ja keine Unmenschen. Den bitte noch gerade hinstellen. So, wieder ein Zimmer fertig. Ja. Und ihr seht, jetzt haben wir auf einmal einen Wischmob. Da ist noch Dreck. 90% Dreck haben wir entfernt. Wo ist noch Dreck? Irgendwo ist noch was. Mach erst einmal die Türen alle zu. Irgendwo ist noch was versteckt. An irgendeiner Wand. Jetzt sind wir fertig. So, dann können wir die Türen hier wieder aufmachen. Und wir fangen hier hinten im Zimmer an. Das braucht natürlich auch eine neue Heizung. Aber als erstes reinigen.
Da oben. Was haben. Ich frag da. Okay, das sah jetzt aus wie Schimmel. Ja. Gut, gereinigt ist es. Heizkörper, ran hier. Ich könnte jetzt natürlich das Zimmer so einräumen, wie ich möchte, solange die Möbel drinne bleiben. Aber das machen wir nicht. So, und natürlich das Bett darf jetzt nicht mehr so davor stehen. Denn aus der Erfahrung, das könnt ihr mir jetzt auch gut glauben, aus der Erfahrung eines Hausmeisters ist die Heizung zugestellt und ihr dreht sie im Winter auf. Sie heizt zwar, aber es kommt keine Wärme bei euch im Zimmer an. Also nehmt euch das bitte zu Herzen, Heizung nie zubauen, immer freilassen. Dann habt ihr auch keine Probleme mehr im Winter mit Wärme. Und natürlich regelmäßig entlüften die Heizung. Da gibt es heutzutage schon für 5 Euro so richtig kleine, ich sage jetzt mal, Plastikknubbelchen zum Entlüften. Die setzt ihr hier an der Seite an und dreht kurz den Entlüfter auf und wartet, bis das Heizwasser rauskommt. Also als erstes zischt es wegen der Luft. Und dann kommt irgendwann das Heizwasser raus. Und dann ist sie entlüftet. Dann heizt sie auch besser. Und, und. Hier haben wir jetzt alles erledigt. Ich kann aber auch gerne mal dazu ein Video machen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst es mir nur in die Kommentare schreiben. Denn ich. Ja, das wäre mal wieder ein wunderschöner Vlog. Also. Warum nicht? Hier kommt das Waschbecken ran. Das sieht man schon. Wasserzulauf und Ablauf. Wir machen aber als erstes die Heizung. Heizung fürs Bad. Da. Ungefähr so sieht das aus zum Entlüften, ne? Bei jeder gängigen Standardheizung. Und ja. Nee, aber wenn ihr das wissen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Denn ich habe kein Problem damit, mal Firmen anzuschreiben, fragen, ob die mir sowas zur Verfügung stellen für ein Video. Ich bin da ganz offen und ehrlich und wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Und vielleicht hat man ja Glück und die sagen, nu klar, mach das, werbe für unser Produkt und ja. Als Gegenzug darf ich mir das Teil dann behalten oder so. Keine Ahnung, ist mir eigentlich dann auch egal. Ich mache das nicht wegen dem Geld oder wegen dem Produkt. Ich mache das einfach nur, weil YouTube mir Spaß macht. YouTube ist mein Hobby. Und was will ich mehr? So, jetzt kommt noch der Ablauf. Sehr schön. Das Zimmer ist auch komplett fertig. Können wir zulassen. Jetzt gehen wir hier hinten rein. Und wieder so viele Flaschen. So, und hier muss Fenster reinigen. Reinige die Beschmutzung, montiere die Geräte. Okay, hier war nichts mit Streichen. War jetzt hier ein Fenster drinnen? Nein. Gut. Einmal mit dem Wischmopp übers Bett gehen. Ja, läuft. Aber ihr seht, es geht alles ruckzuck hier. Irgendwo ist noch Dreck. Irgendwo ist noch Dreck.
Hallo? Wollt ihr mich jetzt so feiern, Mann? Wo ist denn hier bitte schön noch Dreck? Also ich sehe nichts mehr. Entweder bin ich jetzt blind. Aber anscheinend bin ich wirklich blind. Oder bin ich hier irgendwo zu schnell rübergegangen und... Okay. Ja gut, das Bett stellen wir wieder dahin, wo es hingehört. Schränke vorher gerade drehen natürlich. So. Den Schrank stellen wir jetzt einfach mal hier in die Ecke. Denn den Schreibtisch stellen wir gleich woanders hin. Lol, der muss so weit im Zimmer stehen. Ernsthaft? Tatsache. Damit es die Leute nämlich auch bequem haben im Sommer und im Winter und schön warm, stellen wir den Schreibtisch hier hin. So, Heizung. Und wie immer der Ablauf als erstes. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal bei euch in der Wohnung oder im Zimmer die Heizung abgebracht habt. Allgemein richtig abgebaut, hinten mit Halterung. Und ob ihr dann dahinter mal sauber gemacht habt. Und wie habt ihr das gemacht, dass die Wärme in der Wohnung bleibt? Denn man sagt ja, die Heizung, oder man weiß es, die Heizung strahlt nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten ab. Nach hinten ab geht es natürlich in die Hauswand rein, wenn auch nicht so stark. Und dann geht es nach außen. So, es gibt dann nämlich auch einen kleinen Trick, indem man sich Alufolie hinter die Heizung an die Wand macht. Damit wird die Wärme automatisch wieder in den Raum reingestrahlt. Kann man machen, muss man aber nicht, aber es ist halt auch sehr effektiv. Und ich finde einfach die Verunreinigung nicht. Was ist hier los? Naja, egal, lassen wir die jetzt. Ach doch, jetzt sind wir fertig. Irgendwo war sie. Ja gut, jetzt gehen wir hier weiter. Hier fehlt ja auch eine Heizung. So, montiere die Geräte. Fenster reinigen, das machen wir jetzt als erstes. Das Haus hat es nämlich ein bisschen in sich hier. So, und ich soll zwei Sa. Oh, das ist hier eine Waschmaschine. Ganz vergessen, dass man sowas hier auch machen kann. Waschmaschinen anbauen. Ja, die Folge wird wohl etwas länger, denn ich möchte das Haus gerne in einem Zug fertig bekommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann gibt es einen Cut mittendrin. Aber ich denke mal, wir machen noch das Zimmer und dann war's das. Beziehungsweise, nö.
die Waschmaschine machen wir in der nächsten Folge. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.